Er vereint sportliche Gene, italienische Eleganz und ingeniöse Technik. Der Iso Griffo, ein zweisitziges Gran Turismo Coupé der Superlative. Der Sportwagen wurde bei Iso Rivolta gebaut, aber maßgeblich von Giotto Pizzarini mitentwickelt, einem ehemaligen Mitarbeiter bei Ferrari, der in Livorno 1963 sein eigenes Konstruktionsbüro eröffnet hatte. Der Iso Griffo sollte im Baukastensystem auf der Basis des verkürzten Chassis des Vorgänger Iso IR300 entstehen. Ein V8-Motor von Chevrolet Corvette und ein manuelles Vierganggetriebe oder automatisches Dreiganggetriebe von BorgWarner diente als Antrieb. Wahlweise auch ein Fünfgang-Schaltgetriebe von ZF. In 7 Sekunden beschleunigt das sportliche Coupé von 0 auf 100 km pro Stunde. Dabei bleibt der Motor souverän und holt seine Kraft eher aus den Tiefen des Hubraums. Seine Höchstgeschwindigkeit liegt bei ganzen 250 km pro Stunde. Der Iso Griffo präsentiert sich eher mit Understatement. Er besitzt die Kraft eines Ferraris und die Eleganz eines Luxus Gran Turismo. Die formschöne und elegante Karosserie wurde von Giorgetto Giugiaro bei Bertone entworfen. Die Front ziert der Greif. Ein Fabelwesen, halb Löwe, halb Greifvogel. Die Seitenlinie des Iso Griffo wirkt wie die Silhouette einer sprungbereiten Raubkatze. In Fahrt gleitet er über die Straße, wie der Raubvogel auf Beutesuche. Besonders auffällig ist die große Panorama-Heckscheibe. Der Innenraum wirkt ebenso luxuriös wie sein Äußeres. Ein Armaturenbrett aus Wurzelholz und das große Holzlenkrad wirken edel. Fußraum, Sitze und sogar die Schweller sind mit Leder ausgestattet. Die Iso Griffo Coupés wurden von 1964 bis 1974 gebaut. Insgesamt wurden rund 410 Exemplare in unterschiedlichen Modifikationen und Ausstattungen gebaut. Über die Jahre hinweg wurde immer wieder an den Modellen gefeilt und neue Motorenversionen vorgestellt.